Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei Old Tones mit dem Daniel zusammen. Hallo Daniel. Moin Felix, hallo. Und ja, wir kommen gerade aus dem FIFA-Stream und fangen jetzt quasi ein neues Story-Game an. Etwas völlig anderes als vorher. Genau, wir spielen einen Side-Scroller und der heißt Never Alone. Soweit ich das weiß, so wie ich das mitbekommen habe, basiert das, glaube ich, auf einer Inuit-Geschichte, auf einer Inuit-Legende. Und okay. Ich bin selber sehr gespannt, wie das wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe es auf jeden Fall vorher, wir haben es mal kurz angespielt, das ist aber auch schon eben her. Ja, ich kann mich also ziemlich ganz genau daran erinnern. Ich weiß auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann zur Zeit spielen kann. Mhm. Und alles andere ist tatsächlich blind. Ja. Und ja, wir haben. Wir fangen gleich ein neues Spiel an. Wir haben hier Kapitelauswahl Kultureinblicke. Das heißt also, man zeigt uns, es werden Einblicke in die Kultur, wo diese Legende herkommt. Gezeigt. Also, das ist quasi so eine Art kleine Filme. Genau, das ist ein kleiner Kurzfilm. Okay. Die wir dann nochmal extra in kleinen Folgen zeigen werden. Okay. Oh, das ist schön. Wenn wir das Spiel durchgespielt haben, ich habe das zusätzlich auch mit einem DLC gekriegt. Okay. Nämlich Foxtails. Was das ist, weiß ich überhaupt nicht. Okay. Da bin ich auch sehr gespannt. Sind diese Kulturanblicke, werden die Filme während des normalen Spiels gezeigt? Nein. Okay. Die sind separat. Okay, dann wird wahrscheinlich einfach stehen, ich verstehe. Ja. Okay, 3 von 24 freigeschaltet, ja. Einmal durchs, Spielen an sich wird das dann gezeigt. Ja, genau, ein lebendes Volk, eine Kultur, ich möchte eine Geschichte hören. Ja. Und halt Grimmsau, was auch immer das ist. Polarfuchs. Ja, und der Rest wird Caribus dann alles. Caribus und Kleidung. Celia hat eine Seele, etc. Ja. Es sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus. Ich denke, man kann auch mit Sicherheit das eine oder andere bei diesem Spiel lernen. Genau. Ich würde sagen, lass uns auch mal starten. Ich denke, es wird auch viel erzählt. Das heißt, wir werden zwischenzeitlich garantiert mal still sein. Ja, denn das hat einen Erzähler mit drin und genau, wir werden still sein. Damit ihr auch schön mitbekommen könnt, worum es geht. Und wenn das Spiel zu leise ist oder zu laut, müsst ihr uns am besten eben Bescheid sagen. Genau, wenn jemand da ist. Ja. Gut, dann schlage ich vor, wir fangen an. Ja. Ja, let's do this. Ja. Ja. War ja nicht viel Fortschritt. Nee, das war ja nur einmal anspielt quasi. Genau. Okay. Die Inupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Genau, lerne mehr über die Inupiat durch freischaltbare Kultureinblicke. Und ja, dann warten wir nicht lange, würde ich sagen. Genau, let's go. Tapi rasa kangen cakap sih kan semua,
Hallo Zuschauer, schön, dass du zuguckst. Hallo. Ja, wir haben schon mal so einen kleinen Einblick in die Hintergründe dieser Geschichte mitbekommen. Und jetzt beginnt quasi das Spiel. Ja. Den kleinen Teil spiele ich alleine, als Mädchen tatsächlich, und den zweiten Teil wird dann Daniel als jemand anders. Ja. Ja, der aktuelle Dings, der aktuelle Stand ist so, wir haben das Spiel jetzt gerade angefangen und dieses Spiel ist eine eingeborene Legende von den Eingeborenen Alaskas, also von Inuits quasi. Mhm. Und ja, ich spiele dieses kleine Mädchen, das jetzt gerade von einem Eisbären verfolgt wird. Genau, und das Mädchen, das möchte sich quasi aufmachen, die Hintergründe dieses Schneesturms herauszufinden, weil es seit längerer Zeit in dem Dorf schon sehr stark schneit. Und ja, sie wird gerade von einem Eisbären verfolgt. Genau. Uiuiui. Siehst du das da hinten im Hintergrund, was da läuft? Ja, ich sehe das. So, ja, mein zweiten Kurs war drücken, ja, warte, um als Fuchs einzusteigen. X. Du musst jetzt. Good job. Es tut mir leid, mein Freund, aber. Jetzt kannst du wieder zu mir kommen. Weil der. Das ist quasi. Oh! Bisschen unbeholfen, aber ich krieg's hin. Hallo! Genau, da hier der heldenhafte Schneefuchs. Follow me. Der Polarfuchs. Das Wetter der Platte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Robert Cleveland. Vielen Dank. Bitte schön. Hui. Ich mag das Spiel jetzt schon. Das ist sehr putzig, wirklich. Guck dir die Grafik an. Der sieht super aus, ja. Alter Schmiede. Oh. Hey, lang gegangen. Einen Moment. Ja. Ja, wir spielen das tatsächlich blind, wenn du das meinst. Ja. Oder haben wir irgendwas vergessen oder? Oder übersehen? Wie? Okay, Kreis gedrückt. Genau. Okay, dann machen wir das. Oh, guck mal. Oh. Nein, wir kennen es tatsächlich nicht. Also, nee. Wir kannten. Oh. Die
bis zu dem Punkt, wo der Fuchs auftaucht, kannten wir es und ab jetzt sind wir tatsächlich Ja, blind. wir wissen. Oh. Oh, wir hätten vielleicht eben kurz warten sollen. Ja. Ja. Ah. Sehr nett, danke. Wir müssen noch mehr warten. Okay, gut. Alles klar. Alles toll. Ja, das ist unsagbar gut gemacht. Also echt, boah. Bin ich ein bisschen geflasht. Ja, geht super. Ich habe dafür, glaube ich, damals 9 Euro, 3, 4, 5 Euro bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall nicht viel. Nee. Wenn ich das dann bekomme. Ja, mit Abspringen, Fuchs. Ah, okay, Moment. Ich helfe dir. Ja, die sind Bewegung richtig, richtig. Nice. Das ist echt cool. Oh mein Gott. Okay, ist okay. Kannst wieder. Oh fuck. Nein! Kills. Nein, ich bin tot. Oh Ja. verdammt. Du hast den Fuchs ersaufen lassen. Nein. Warum? Ach komm. Hättest du fast das Mädchen ersaufen lassen. Noch unten. Jetzt. Das war ein. Ja, der war echt nicht schön. Das war richtig traurig. Wow, gemacht. Wo? Das war ein. Yeah, es ist gar nicht mehr so einfach. Stimmt, aber das macht es wertvoll. Okay, ich kann drunter gehen. Nicht. Ah, du musst da mal rüber gehen. Helf mir. Nein, du hilfst mir helfen. Ah. Oh Gott. Ah. Guck mal, die haben sich da jetzt gegenseitig berührt, damit das funktioniert. Ja. Das ist cool. Das ist mal ein richtig geiles Spiel. Ja. Halt dich fest, Fox. Das ist wirklich beeindruckend von der Grafik. Also, alter Ja. Schwede. Bin ich immer noch ein bisschen geflasht. Weil so detailliert sind da so gut 3D-Anime sind manchmal toll, AAA-Spiele nicht. Ja, das stimmt. Oh nein. Hast du gehört? Ja. Oh nein. Das Dorf. Ich werde sehr
geladen, mein Lohn. Ach, Schlamm. In der Hölle, die Kinder haben mal doch die Werkzeuge oder Finger. Ich war alle Schimmer auch schon mit dem. Ich hatte Check und mein Ein Jäckchen. Packet Kana und Nago. Ich wachte nicht. Nun nachkriegt ich hier wachte auch ein Jäckchen. In Junge, doch ein Doktor, mein Jäckchen. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Krass. Die Werkzeuge lolo perigitka tautuk tane. Tautukunak tuak sunapayak sekumingan deksa. Die Werkzeuge lolo iyuliakatinge bisaulagan deksa. Kanda po minya. Ano ko lang paskinyo? Dahil na ko minya ito. Tama nga ikumawak to min. Kakarak pa ang inyo ang liptak to. Sumalagod lang kami. Libiak siya karulo. Itingin nga. Hey! Hey! There's a kin! Is that the name? Yeah. Im Menjahr ist Schergebegene, ist immer nach Nunamen. Oh, was sagen? Das sind mit dem einen können wir uns mitreinen lassen. Ah. Okay. Huiuiuiui, okay. Das war cool. Ja. Was ein Wind, ey. Hallo? Moment, ich glaube, ich muss hier hoch. Ja, du musst da. Hashtag Save the Village. Helf uns. Ich finde das ja mit den Geistern. Suchen wir die Trommel, würde ich sagen. Boah, ist das schön. Ich bin echt. Das Seil wäre ganz nett. Sorry, ja, kriegst danke. Du. Ja. Ohne Scheiß, ich bin ja echt begeistert von dem Spiel. Alter Schwede. Das ist echt wunderschön. Hallo? Yay! Ah! Oh! Verdammt, das ja, war gerade etwas zu schnell. Ja, da sind wir beide. Warte, jetzt. Okay. Nein, nein! Boah, okay, wir müssen da runter. Das kleine Volk. Greifen und bewegen, nun. Okay, das musst du machen. Ja. Ah, hier sehen wir was. Jo, dein Job. Leuchte so ein bisschen. Wo? Ups. Hier, rock dort.
Oh nein. Okay, das ging zu schnell. Da habe ich nicht mit gerechnet. Okay, weiter. Nein, oh, ich habe nicht gesprungen. Boah. Sind wir hier drauf? Da rein. Ah. Ah, jetzt habe ich verstanden, die werfen Steine drauf und wir müssen da drauf bleiben. Ah. Okay. Okay, macht Sinn. Oh! Okay, die versuchen uns abzuwerfen. Okay, ich verstehe. Wir müssen hier vorne hin und wenn die werfen, müssen wir an die Seite. Also jetzt! Jetzt weg. Okay. Noch näher hier ran. Nee, wie nicht, oder? Wie versagen wir immer nach vorne? Okay, ich glaube nicht. Oh! Jetzt bin ich runtergefallen, deswegen. Oh Mist. Okay. Moment, kann das auch sein, dass wir das diesen einen behalten müssen? Lass den mal erst hier, in der hier hinten hin. Dass wir das dann irgendwie als Geschoss nehmen können, damit die sich das irgendwie selbst zurückwerfen oder sowas. Vielleicht komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ja. Und dann nach vorne laufen. Genau, erst musst du nach hinten. Genau, jetzt weg. Ja, jetzt ist der da. Ja. Ah, ja. Ich verstehe schon. Nee, doch nicht. Nein, es muss nein, wir müssen, das wird. Gewichte. Wenn die okay, alles klar, nice. Dann müssen wir es so machen, ja. Okay, also nur nach hinten. Dann kommen wir schon gleich das nächste Mal dahin, wa? Einen noch. Weg! Jetzt aber. Nein! Oh Gott, nein, ich bin nicht gesprungen. Oh, Daniel. Das ist knifflig, ja, aber es macht Spaß. Mhm. So, ich mag solche Spiele. Ich weiß nicht, warum ich es mit dir spielen wollte. Wo? Jetzt sind sie weggegangen. Ja, die sind weggegangen. Wir nehmen die Frau. Ja. Ich habe doch mehr Halloween. Im Main Jahr. Vorsicht. Ja, yep, und du musst jetzt darüber. Ah, da ist ein Seil, okay. Nein, das ist schon. Das ist gut. Okay, wir haben es geschafft. Ich bin auch sehr erlöhnlich und bin ja noch genau die Legache. Oh, oh. Heiliger Blubber. Nicht.
würde ich das sagen, würde ich das nennen. Ich habe keine Ahnung, was er mir gegeben hat. Bolazini, ne? Ja. Da ist sowas in oben, siehst du das? Ja, ne? Ah! Ah, das ist eine Steinschleuder oder sowas. Ja, dann kommst du wahrscheinlich damit rüber. Dann da oben hin. Jetzt rechts, rechts, rechts. Ah. Den musst du jetzt da oben hin werfen quasi. Denke ich. Ja, alles super. Ah. Oh. Wow. Oh mein Gott, ey, das hat ja wunderbar geklappt. Alter Schwede, ist das ein geiles Spiel. Komm zu mir. Ohne Scheiß. Ich hab mich gerade verliebt in dieses Spiel, weißt du das? Boah. Oh, was ist das? Ah, warte mal. Oh, das ist ein Glitch. Ah, sehr nice. Och, das war jetzt gemein. Ja, also, ich bin gerade gesprungen, dann kam der Schneesturm. Okay, wir müssen vorsichtiger sein. Ja, natürlich habe ich. Ja, Jackie Lupa. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Da wurde keiner in die Lechotik. Die Bergsehre wurde um Atoka, Uppi um Aichuta. Da haben wir sie da. Ja, okay. Da oben hin? Nee. Ja. So. Oh. Da oben geht's gar nicht hin. Warte mal. Kann ich irgendwas tun? Nein. Ja. Mist. Scheiße. Kannst du irgendwie. Oh. Kannst du irgendwie die Bola bewegen? Irgendwie rechts und dann noch hochdrücken? Noch ein zweiter Schläger, vielleicht kannst du den aktivieren oder so. Warte. Ich kann nicht weiter. Achso. Nee. Das ist eh nicht weiter. Kann man irgendwie den Schneesturm benutzen? Dass du irgendwie die Bola dann wirst, wenn der Schneesturm kommt? Ich werde hier immer nur gegen dich. Nee. Kann ich da irgendwie? Ja. Nee. Och, nö. Oh, scheiße. Ja, das habe ich nämlich auch schon. Oh, nein! Mist. Das war doof. Ich habe jetzt auch so. Du kannst nur nach vorne werfen, quasi, ne? Willst du mal versuchen? Ne, so geht's glaube ich nicht. Irgendwas muss ja, ne?
Nein, ich wüsste nicht wie. Wir müssen irgendwie. Aber schräg werfen geht gar nicht irgendwie. Nein. Muss ja aber irgendwie doch machbar sein, oder nicht? Anders kann ich es nicht, verstehe ich es sonst nicht. Ich weiß es auch nicht. Ah, du kannst nicht irgendwie nach Nein. oben mit dem rechten Trigger. Nein. Okay. Nur mal raus. Kann ich irgendwas anderes? Ah, ein bisschen später los und dann passt das. Leute, wie hast du das jetzt gemacht? Weiß ich nicht, aber das ist neu. Warte, warte. Ach, irgendwo müssen wir noch dahin. Ja, wir müssen jetzt erstmal runter. Danke, Jackie. Nur ich komme drunter. Ja, dann musst du den liefern, dann lebst du. Warte mal, der folgt mir jetzt. Finde ich interessant. Komm ich. Ah, du schwingst! Gut! Dann stellen wir wenigstens beide gleichzeitig. Ja. Und irgendwas ist hier nicht wichtig. Komm ich hier wieder, kann ich da wieder hoch? Ah. Komm her. Ja. Wenn sie das da alles kriegen. Komm mal her. Ja. Ja. Das haben wir auch festgestellt. Hallo! Da schon hier. Hi. Wo kommst denn du auf einmal her? So, jetzt aber. Jetzt musst du die, glaube ich, von da vorne einfach aktivieren können, oder? Mhm. Lol. Was ist hier? Kannst du die irgendwie, kannst du einen Schlag ausmachen oder so? Ja. Merkwürdig. Ah, warte. Ach, ich kann die hier hinführen. Richtig. Lol, jetzt. Okay, sorry. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Dann geht es. Okay, warte. Ja, mal gucken. So. Und jetzt nochmal. Na, ja, noch ein paar Mal mehr. Komm zu mir. Yes. Warte, ich könnte es nochmal versuchen. Da so hoch. Nee. Ah, doch. Wenn der Schneekursturm. Hallo, hoch, hoch jetzt. Schwing. Du musst springen, wenn der Schneesturm kommt. Und dann bist du da nicht rübergetragen. Was bringt es mir dann da oben zu sein? Ich muss ja eigentlich dieses Teil runterbringen. Ja, ich will aber einen Grund haben, warum das so ist. Ja. Mist. Hoppala. Aha, ich kann aber so hochklettern.
Good Dive. Aber ich komme da so hoch. Ich muss nur. So geht's. Da komme ich da hoch. So, okay, jetzt stehe ich da. Wenn ich da jetzt. Nee. Wie kriegen wir das da runter? Ich habe keine Ahnung. Moment mal. Irgendwann, ja, so kommst du hier. Warte mal, mir fällt vielleicht gerade was ein. Ja, das ist mir ist das, geht immer ein Stück zurück. Das ja. Geht immer ein Stück runter. Ah, er geht ja wieder hoch, ne? Ja, okay, cool. Das war irgendeine leichtere Lösung, oder wir geben auch nicht. Irgendwas übersehen wir doch. Kann auch nicht. Das ist für mich die einzige logische. Aber muss ja, es muss ja anders gehen, als 100-mal dagegen springen und dann hoffen, dass das irgendwann mal nach unten geht. Wir müssen irgendwie mit dem Wind arbeiten, oder? Aber wie? Ich weiß noch nicht. Voilà. Das geht immer weiter unten, oder was? Warte mal. Button. Ja. Aber tiefer zu springen ist ja immer so einfach. Jetzt. Nee. Oh. Versuche ihn wieder drunter zu kommen. So, jetzt aber. Geh wieder hoch. Ich kann mir halt nur irgendwie vorstellen, dass ich da halt, wenn der Wind kommt, irgendwie da mich dagegen stemmen muss oder so und dass das dann kommt. Irgendwas übersehen wir doch gerade krass. Das kann doch nicht wahr sein. Was haben wir da hier für, nicht auf dem Schirm? So, wenn ich jetzt hier oben bin, ne? Was kann ich dann tun? Anni, nix. Ich kann nur da versuchen, das Teil irgendwie. Du kannst nur geradeaus schießen, ne? Ja. So, bringt es etwas, wenn ich jetzt hier oben stehe? Na. Warum ist denn das Teil aber verschwunden? Weil wir in den Wind. Achso, nee, weil ich nicht, weil ich weit genug weg bin. Weil wir in den Wind. Ich kann auch nicht in der Luft schweben und dann langsam runtergehen. Hast du nicht? Nee, ich bin keine Elfe. Komm schon. Sehe ich gerade irgendwas oder fällt dir gerade noch was anderes ein? Nein. Das ist
eine Art Puzzle jetzt hier gerade. Irgendwas muss irgendwie anders gehen als sonst. Der Wind spielt eine ganz große Rolle auf jeden Fall. Aber welche? Wenn ich da oben bin, bringt mir das ja eigentlich nichts, oder wohl? Oder muss ich... Ich habe keine Ahnung, Daniel. Kommt immer mal wieder ein Stück runter, aber nie so weit, dass ich da irgendwie was anderes machen konnte. Ist hier hinter irgendwas? Nee, warte, ich versuche doch nochmal hochzugehen. Wenn ich es jetzt schaffe. Könnte man das Spiel auch kurzfristig auf einen Controller umschalten, dass der Computer irgendwie den Fuchs übernimmt, oder? Nein. Damit wir wissen, was der tun soll. Doch, kann man Spielmodus einzeln, oder? Kannst du das ändern? Einzelspieler, ja. Ja, okay, dann macht er mal gucken. Oder macht er jetzt gar nichts mehr? Ach so, du kannst jetzt quasi selbst den Fuchs dann spielen. Also ja, dann können wir auch mal so gut mehr Spiel spielen. Er muss von etwas näher, weiter weg daran, damit du quasi auf dem höchsten Punkt an die Wand kommst. Genau so. Ja. Was bringt denn der Wind? Was bringt das? Versuch noch mal da hoch zu gehen mit dem Fuchs. Nee, ganz da oben drauf. Nee. Es ist ja theoretisch die Idee, dass du dich quasi mit dem Wind so treiben lässt, dass du genau mit dem Fuchs dann bei diesem Punkt bist. Und dass der, aber dann muss der Punkt halt auch direkt mitkommen, ne? Ja. Ja, aber nicht so weit, dass der es so halt damit arbeiten kannst. Ist ja das Problem. Wenn du den quasi einsammeln könntest, aber du musst ja quasi in der Luft fast schon schweben und so langsam runter. Bewegt sich immer so minimal.
So, jetzt bist du oben. Shit, zu früh. Schade. Jetzt. Ja, der macht vorhin noch so eine kleine kurze Bewegung nach rechts und dann geht er rüber. Das bringt nichts. Ich weiß es sonst echt nicht. Da muss man die Windböe vorher mitnehmen. Kannst du vorher die Windböe mitnehmen, Felix, wenn du da unten stehst mit dem Mädchen? Und dann, dass du da quasi hochgehst. Nein. Mist. Also, da fällt mir gerade auch echt gar nichts ein, muss ich sagen. Warum schwingt der nicht? Bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich bin auch raus. Also muss irgendeine Lösung geben, möglicherweise. Ja, aber ich habe auch gerade spontan keine Ahnung. Okay. Aber erstmal wieder auf Koop-Modus umstellen. Jo. Okay, jo. Alex. Alles klar. Ich hab keinen Plan, Daniel. Echt nicht. Ja. Ja, irgendwas was sehen wir doch hier gerade, oder? Kann nicht die Lösung sein, dass man da die ganze Zeit gegenspringen muss und hoffen muss, dass man irgendwann durch Zufall oder Glück das Teil unten hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nein, eigentlich nicht. Darf ich mal das Mädchen spielen? Lass du. Mach mal das mit der Bola. Na, rechten Stick nach links. Rechten. Also rechten. Wo ist rechts? Ja. Je nachdem, wie du spielst, nach rechts oder nach links. Genau. Wie darf man den mit? Ach, Felix, du kannst einfach nach unten drücken oder nach oben halten. Hä? Du musst einfach. Du kannst quasi entscheiden, wo du hinziehen willst. Genau, jetzt setzt du los und packst es dann in die andere Richtung. Okay. Oh wow. Alles klar, Hauptsache wir haben es jetzt. Ja, ist gut. Okay, also jetzt, das ergibt auch Sinn. Irgendwie musste das nämlich sein, dass du quasi den auf woanders werfen kannst. Das musst du aber erstmal wissen. Natürlich, ich weiß. Hui, und jetzt können wir den Wind nämlich mitnehmen. Ja. Ach nein! Ich komm schon wieder. Oh, da kommt er wieder. Warte, ich bin da. Jawohl, nice. Hauptsache wir haben's. Weil genau, jetzt. Das war deins, aber Daniel hat es rausgekriegt. Ja, ist egal. Hauptsache wir haben's geschafft, ne? Ja, das ist. Weiter geht's.
Okay, und wieder run. Wow. Nein. Oh, muss schnell das Ding kaputt machen quasi. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Oh! Ja. Mist. Genau danach hat er gesucht. Okay. Nee, natürlich toll. Ziel. Da hat mich leider getroffen, das ist das Problem. Mist. Jawohl, nice. Pass auf, dass wir Zugang mit Zielen noch häufiger machen müssen. Jawohl. Ja, doch, alles geht runter, alles klar. Shit, ich laufe einfach mal weiter. Ja. Warum? Der hat aber auch, ist auch nicht gelesen, immer noch. Mist. Oh oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Noch größere Gefahr. Danach hörte der Sturm kurz auf, doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Robert Cleveland. Oh. Okay, es geht weiter. Na, Mann. Nice. Boah. Help, and I need somebody help. Does anybody help? Oh. Oh, oh nö! Da ist unser Kollege wieder.
Vom Anfang meinst du? Oder vielleicht auch ein anderer, wer weiß. Folge mir. Nein. Oh nö. Ach, wir hätten warten müssen. Okay, das wusste ich nicht. Und das macht er wieder den. Ich bin dran hängen geblieben. Du Alter. Bist hängen geblieben. Dankeschön. Okay. I want you to stay. Jetzt aber. Oh oh. Ah, der ist der Punkt. Weiche! You shall not pass! Oh oh. Alles easy. Aha. Ganz entspannt. Oh. Moment. Lol, das sind die Geister. Wie geil. Das ist cool. Wow. Das ist mega cool. Oh, da ist er immer noch. Oh, komm. Nein. Oh, Mist. Wenn du Mist. Das wohl erzählen willst. Oh, lauf. Oh, lauf. Ja, Hunger kann die Tiere, wer weiß, wohin treiben. Ja. Das dicke Eis verschwindet. Oh. Das war knapp. Schwing. Nein, nein. Oh, oh wie gemein. Oh, die täuschen aber auch direkt alles an. Okay, warten. Oh nein. Oh, oh Mann. Ah, jo. Ach, was? Das war noch. Oh. Das ist echt wehleidig, ey. Oh, oh. Oh. Warten, 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 warten. Jetzt. Ja. Warten. Fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein. Ja. Okay, das ist gemein. Genau deswegen habe ich gewartet. Ja. Exactly for this reason. Okay, wir warten. Warten, 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 warten. Ja. Du kannst da oben auch noch. Hallo, da ist was zum Freischalten. Achso, was denn? Hol mal. Mach ich, warte eben, warten, bis es oben ist. Hallo, ich muss. Ich kann da nicht von der Seite abspringen, warte. Jetzt warten. Jawohl, das Mädchen und die Nanook.
Ja. Nein. Oho. Au. Ah. Au. Aua. Müssen wir das jetzt nochmal holen? Ich guck mal eben. Nee, alles klar. Jetzt zur Retour. Ich will warten. Okay. Jetzt. Jetzt kannst du. Weiter. Jawohl. Oh, endlich hinter uns. Gelassen. Was ist das denn hier jetzt? Oh, es geht in der Höhle. Oh Gott. Der redet noch. Okay. Er kommt da nicht hoch. Ja, hau ihn mal. Okay, hilf mir. Ich versuche ihn abzulenken, ja. Oh lol. Okay, das ist gemein. Lol. Wieder hin, 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 los, hin. Okay, aber... Ja, was bringt uns das jetzt? Weiß ich noch nicht. Ach, muss das dann wieder frei machen. Jetzt habe ich es verstanden. Oh lol. Aber wir müssen es aber nur oft genug triggern wahrscheinlich. Warte. Ich. Gib mir Mühe. Nein. Was tust du denn da? Ja, warte. Komm zurück. Mist. Ey, wir müssen es ein paar Mal überleben. Ein paar Mal hin und her wahrscheinlich. Aha. Oh, das ist böse. Okay, soweit waren wir gerade auch schon. Ja, weiter. Wir müssen es noch länger überleben. Hey, komm wieder zurück, komm zurück. Du kommst näher, wie kannst du auch da hochkommen? Nee, das geht gar nicht. Boah, wie kommst du denn da jetzt wohl hin? Keine Ahnung. Hm.
Ich habe aber auch keine Ahnung. Ja, wir werden es irgendwie herausfinden. Wir haben es ja gerade auch irgendwie geschafft. Okay, dann müssen wir uns aber mehr beeilen. Ich weiß. Alles gut. Das war mit Verstand. Wie kommst du da hin? Auf die Seite. Muss ich hier. Nee. Ja, ja, warte. Aha. Wir haben was voll. Oh oh. Ah. Gut. Alle Achtung. Los, lauf! Lauf! Unterwegs, 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 unterwegs. Alter, das ist ganz schön gemein. 13 Lichteinblick haben wir schon. Es gibt zwar glaube ich nur 24, war nicht? Ja, richtig. Oh. Okay. Ach du Scheiße. Darion, ich kai Kairo Schwingen, Hubdachbau, Ara kann noch nicht dämmer. Ich bin mit Back. Oha, Kuluk Sayuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger, doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Das ist wohl wahr. So, ich würde sagen. Wir machen Schluss für heute. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Cut. Wir sind jetzt ja, mitten in so einer Unterwasserhöhle. Ja, das ist richtig cool. Auf jeden Fall, wir haben die Rätsel gelöst, auch wenn es etwas länger gedauert das hat zwischenzeitlich. Ist so, ja. Aber gut, da kann man nicht ändern. Was willst du machen? Ja, Hauptsache wir haben es uns geschafft. Ja. Wir sagen Dankeschön. Danke fürs Zuschauen, hat sehr viel Spaß gemacht heute, auch der andere Stream. Ja. Ja, FIFA war geil, das war super, das war richtig toll. Oh ja. So, alles klar. Ja. Und dann auf Wiedertschüssen. Einen schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss.